Die besten Absolventinnen und Absolventen bayerischer Genossenschaften feierten im Münchner Künstlerhaus ihren Ausbildungsabschluss und ihre hervorragenden Noten. Eingeladen war der Ausbildungsjahrgang 2019, der seine Prüfungen im Sommer 2021 oder im Winter 2021/22 mit einer Gesamtnote bis 1,9 abgelegt hatte. Insgesamt hatten 2019 rund 550 junge Frauen und Männer bei den Bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken ihre Banklehre begonnen. Die beste Absolventin Stefanie Lang von der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel berichtete in ihrer Absolventenrede vom herausfordernden Alltag in der Bank. Für ihr persönliches Leben konnte sie hier einiges mitnehmen. Die Ausbildung hat meine persönliche Entwicklung sehr vorangetrieben. Man soll immer offen für Neues sein und der Kundenkontakt hat einen gut aufs weitere Leben vorbereitet. Ich bin durch die Ausbildung viel selbstständiger geworden, traue mir auch mehr zu und gehe auch offener auf fremde Leute zu, durch den Kundenkontakt in der Bank eben. Bevor es an die Vergabe der Urkunden ging, lobte Michael Horndasch, Abteilungsleiter Berufsstaat und Services bei der Akademie Bayerischer Genossenschaften, die Absolventinnen und Absolventen für ihre überdurchschnittlichen Ergebnisse. In Zeiten der Digitalisierung brauche es junge, kreative Leistungsträger mit dem Willen, sich stetig weiterzubilden.